Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect. So, wir befinden uns ja hier immer noch auf Ilium. Und es müssten noch einige Geschäfte da sein. Bezüglich, wir haben hier noch ein, zwei... Entschuldigung, sind Sie Commander Shepard? Ja. Sie sind doch Commander Shepard. Ich habe Ihre... Sie würden es vermutlich Aura nennen, gesehen... Ich würde sie überall erkennen. Ich soll Ihnen eine Nachricht überbringen, falls ich sie sehe. Von einer Freundin, die Sie auf Noveria gewonnen haben. Ich habe auf Noveria viele Leute kennengelernt. Könnten Sie ein wenig präziser sein? Ich glaube, die Nachricht selbst wird das deutlich genug machen. Shepard, wir sind versteckt. Wir graben. Wir bauen, aber wir wissen, dass Sie jene suchen, die die Lieder unserer Mütter zum Verklingen brachten. Wenn die Zeit kommt, wird unsere Stimme sich mit der Ihren verbinden und unser Crescendo wird die Dunkelheit mit reinigendem Feuer überziehen. Danke, Shepard. Die Rachni werden wieder singen und da. Wie haben Sie von einer anderen Asari Besitz ergriffen? Man kann doch nicht einfach so den Geist anderer Leute übernehmen. Friede, Shepard. Die Rachni-Königin kontrolliert meine Gedanken nicht. Das war nur eine Nachricht, die ich übermitteln sollte. Ich bin ihr auf einer unerforschten Welt begegnet. Sie hat mein Leben gerettet. Und mehr noch, sie hat ihm einen Sinn gegeben. Sie sind ein erstaunliches Volk, Shepard. Die Galaxie schuldet ihnen viel, weil sie ihnen eine zweite Chance ermöglicht haben. Wie haben Sie die Rachni gefunden? Ich arbeitete als Kurier. Piraten haben mein Schiff überfallen und mich auf einer unerforschten Welt ausgesetzt. Ich war schwer verletzt, allein und dem Tode nah. So haben sie mich gefunden. Sie haben mich gerettet. Sie haben diese Welt ja offensichtlich wieder verlassen. Haben die Rachni ihnen ein Schiff gegeben? Nein. Zahllose Arbeiterinnen haben mein Schiff repariert. Es läuft jetzt besser als vorher. Irgendwie erinnern sie mich an die Keeper auf der Citadel. Alle arbeiten zusammen und jeder hat eine Aufgabe. Was wurde aus den Piraten, die Sie angegriffen haben? Sie wurden vernichtet, wie sie es verdient hatten. Die Rachni sind nicht aggressiv, aber sie tun, was sie tun müssen. Sie sagten, die Königin hätte ihrem Leben einen Sinn gegeben. Was meinen Sie damit? Die Königin hat während meiner Heilung ihr Lied mit mir geteilt. Ich habe die Rachni so gesehen, wie es nur eine Asari kann. Sie sind wunderschön und sehr verletzlich. Sie brauchten jemanden, der Dinge für sie kauft, die sie nicht selbst herstellen können. Jemanden, der Teil des Systems ist. Einen Agenten, wenn sie so wollen. Ich helfe ihnen gerne. Mein Leben als Kurier war leer und oberflächlich. Jetzt helfe ich einer großen Spezies beim Wiederaufbau. War es wirklich so einfach, ihr altes Leben hinter sich zu lassen? Sie haben Bedenken, dass die Königin mich kontrolliert. Ich verstehe das, aber so funktioniert es nicht. Unsere Gedanken waren in perfektem Einklang. Ich sah ihren wunderschönen Geist und ihre Not. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Wenn Suggestion dabei eine Rolle gespielt hat, dann war es ein Nebeneffekt ihrer Bemühungen, mein Leben zu retten. Ich bin glücklich. Können Sie mir sagen, wo die Rachni sind? Leider nein. Ich verfüge selbst nicht mehr über diese Information. Nach dem Treffen mit der Königin wurde diese Information entfernt. Es tat nicht weh,
Und jetzt erinnere ich mich einfach nicht mehr daran. Es wird mir wieder einfallen, wenn es erforderlich ist. Und ihre Vorsicht ist ja auch verständlich. Die Galaxie ist noch nicht bereit für die Rückkehr der Rachni. Ich habe verstanden, dass sie dankbar ist. Aber was bedeutet der Rest der Nachricht? Dass der erste Rachni-Krieg ein Fehler war. Etwas brachte die Stimmen ihres Volkes zum Verklingen. In der Psychologie der Rachni bedeutet das wohl so etwas wie Gedankenkontrolle. Es lässt sich nicht wirklich übersetzen. Jedenfalls glaubt sie, dass sie diejenigen bekämpfen, die das getan haben, und verspricht ihnen Hilfe. Sie glaubt, dass die Reaper den Rachni-Krieg ausgelöst haben? Ich bin nicht sicher. Aber sie war überzeugt, dass ihre Vorfahren gegen ihren Willen zu dem Krieg gezwungen wurden. Ihr Volk ist von Natur aus nicht aggressiv. Wenn es in den Krieg gezogen ist, dann nicht aus freien Stücken. Danke für diese Information. Es freut mich, dass es meiner Freundin auf Noveria gut geht. Leben Sie wohl, Commander Shepard. Sie werden mich nicht wiedersehen. Okay. Krass. Mega krass. Dass die Rachni-Königin uns noch Grüße senden kann. Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Achso, halt, falsch. Okay. Hören Sie, ich weiß, dass die Daten für die Familie Kirosa sehr wichtig sind. Lassana Dentius hat uns nicht mal gesagt. So, gucken wir uns jetzt hier nochmal in der Handelsebene ein bisschen mehr um. Weil wir sollen ja noch was hacken, aber bis jetzt kommen wir auch noch nicht zum Hacken, ne? Serena? Wer will das wissen? Ich heiße Shepard. Liara Tassoni sagte, sie hätten vielleicht Informationen über Thane Krios. Tanner, machen Sie für mich weiter. Hierüber. Ja, ich weiß, wer Thane Krios ist. Ich habe ihm Informationen gegeben, aber ihn nicht angeheuert. Was wollen Sie wissen? Vielleicht könnten Sie mir helfen, ihn zu finden. Ich kann es Ihnen sagen, aber Sie werden ihn nicht aufhalten. Als er mich kontaktierte, habe ich ihn überprüft. Er hat bisher jeden Job zu Ende gebracht. Ich war für die Sicherheit von Lassana Dantius zuständig. Aber dann fand ich raus, dass sie Leute umlegt, um ihre schmutzigen Geheimnisse zu wahren. Als ich sie damit konfrontierte, hat sie mich gefeuert. Selber schuld. Ich hätte Thane vielleicht davon abhalten können, sie umzulegen. Wenn Sie dort gearbeitet haben, müssen Sie doch wissen, wie viel Widerstand ihn dort erwartet. Eclipse-Söldner, Hightech-Killer. Undiszipliniert, aber bestens ausgerüstet. Denen ist egal, wen sie töten, solange sie dafür bezahlt werden. Auf Thane wartet ein ordentliches Empfangskommando. Ich habe ihm alles gesagt, was ich wusste. Es schien ihn nicht zu beunruhigen. Warum kommt mir dieser Name so bekannt vor? Sie war vor ein paar Jahren Repräsentantin auf der Citadel. Stimmt. Sie ließ mich ihre Schwester töten, die Sklavenhändlerin. Ich dachte immer, das sei nur ein Gerücht. Nun, dann wissen Sie ja, wozu sie fähig ist. Hier auf Nos Astra hat sie sogar noch mehr Macht. Damit hält sie ihre Freunde unter Kontrolle und bringt ihre Feinde um. Also, wo finde ich Thane? In den Dantius Towers, Penthouse von Turm 1. Es gibt einen zweiten Turm, an dem noch gebaut wird. Wenn Ihr Freund clever ist, geht er von da aus rein. Also müssten Sie ihn dort finden. Das klingt nicht danach, als würde Nassana mich einfach so reinlassen. Sie ist ebenso klug wie paranoid. Ohne Kampf kommt da keiner rein oder raus. Ich kann Sie reinbringen, aber Sie haben nur einen Versuch. Sie sollten sich gut vorbereiten. Wissen Sie sonst noch etwas über Thane? Nicht viel. Er hat gesagt, er würde das nicht für Geld machen. Niemand hat ihn angeheuert. Ich wollte wissen, wem ich da helfe, und er sagte, er mache das aus eigenem Antrieb, um in seinem Leben das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich weiß nicht, vielleicht ist er verrückt. Aber wenn er Nassana umlegt, sind mir seine Gründe völlig egal. Sie bieten einfach so Ihre Hilfe an, ohne Hintergedanken?
Sie werden nach Thane suchen. Und Nasadnas Söldner werden versuchen, sie aufzuhalten. Wenigstens lenken sie dann ihre Wachen ab. Sie geraten unter Feuer und Thane kriegt freies Schussfeld. Ich habe ihn nicht angeheuert, Nasana umzulegen. Aber ich werde nicht weinen, wenn sie bekommt, was sie verdient hat. Ich bin gleich wieder da. Ich werde hier sein, aber Sie sollten nicht zu lange warten. Ja, so. Bevor wir jetzt aber Sane holen, würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz ein bisschen shoppen und dann nochmal zu Normandy zurück. Der Batterianer hat Pläne geäußert, den Citadel-Rat zu verklagen. Die Batterianer behaupten, dass Sklaverei ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Kaffee. Die Waren aus dem Terminus-System sind sehr gut fürs Geschäft. Ich weiß nicht. Einige davon kommen mir ziemlich gefährlich vor. Genau darum geht's doch. Gefährlich bedeutet mehr Vertragsarbeit für uns. Okay, gut. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt einmal noch mal ein bisschen versuchen zu shoppen. Ah, hier haben wir auch das sichere, okay. Bist du sicher, Waffenhändler? Dass die... Das Geschäft ist da drüben. Und keine dummen Ideen. Der ganze Laden wird überwacht. Okay. So, schweres Hautgewebe. Können wir noch mal erwerben. Das sieht interessant aus. Maschinenpistole Schaden. Ja, gönnen wir uns auch. Sturmgewehr Schaden. Ja, jetzt werden wir langsam pleite. Und erhöht Kraftschaden um 5%. Verstärkerplatten. Gut, Gönnung. Und dann sind wir hier soweit fertig. Moment, wir können ja nochmal kurz gucken. Wir hätten jetzt hier noch Erinnerungen und... Auf der anderen Seite hätten wir noch was. Oh, aber ich glaube, mir gehen die Lass Credits aus. Tief hineinwachsen in die heiße Erde von Tuchanka. Okay. Hört man auch nicht häufig. Was ist mit dir? So. Willst du zur Spezial- Versuchen wir jetzt hier mal nicht noch irgendwie weitere Quests zu triggern. Machen wir das erstmal mit Sane. Aber. Nein, ich habe noch kein Glück gehabt. Sie besteht darauf, dass es legal war. Ich weiß es nicht. So, gucken wir hier nochmal. Willkommen bei Barrier Frontiers. Unser Verkaufskiosk steht da drüben. Na gut. Sternkarte Hades Nexus. Sternkarten. Ja gut, dann gönnen wir uns mal ein paar Sternkarten. So teuer sind die jetzt nicht. Haben wir sogar noch ein paar Credits übrig. Na gut, da müssten wir jetzt einmal zu Normandy zurück. Nochmal ein bisschen was freiforschen, was wir freiforschen können. Bevor wir jetzt hier auch mit dem Sicherheitsterminal auch anfangen. Blaue Rose von Ilium, du bist in einem Turm aus Glas und noch ein Fischi. Den Allianzkreuzer. Und den Frachter. Muss ja auch sein. Gut, dann gucken wir jetzt, dass wir jetzt fix zur Normandy zurückkommen. Solltest du das nicht etwas ernster nehmen? Ein Beispiel. Und dann gucken wir, dass wir uns erstmal um Sane kümmern. Das heißt, hier fehlt jetzt nur noch die Panzerung. Dann hätten wir hier auch alles gekauft. Naja, wir haben ja hier noch ein bisschen was zu tun. Somit kriegen wir hier nochmal hoffentlich ein bisschen Credits rein. Müssen wir nur aufpassen, dass ich die Hex und so weiter nicht verkacke. Aber ich habe Zuversicht, dass wir das schaffen. Das einzige Problem ist halt, wir müssen jetzt einmal kurz zur Normandy rein und die Forschung mal kurz ein bisschen betreiben. Weil mehr Schaden hört sich schon ganz gut an. So. Einmal wieder zurück zu Normandy. Ja, zurück zu Normandy. Die An- und Abdockgebühren sind ja frei, also passt das schon. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. So. Dann kümmern wir uns gleich um Sane. Aber erstmal, wie gesagt. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, später. Jetzt nicht. Wir haben anderes vor. So, Panzerungsupgrades, biotische Wirkungsdauer, Gruppenbonus 20% Dauer auf biotische Kräfte, forschen wir. So, dann haben wir Panzerung, Medigel-Kapazität 6 von 6.
So, wird auf 6 erhöht. Und sonst haben wir jetzt gerade nichts weiter. So, Waffen-Upgrades. MP-Schilddurchdringung. Aha. Gruppenbonus plus 50% Schaden für Maschinenpistolen gegen Schilde und biotische Barrieren. Verbessert Maschinenpistolen für ihre gesamte Gruppe. Ein Modul mit Masseneffekt-Feldgenerator erzeugt um jedes Projektil vor dem Abfeuern eine Phasenhülle. Dadurch wird jedes Masseneffektfeld zerstört, das das Ziel schützt, was die Durchschlagskraft enorm erhöht. Naja, 50% hört sich schon nicht schlecht an. Gut, next. Maschinenpistole Schaden, 3 von 5. Gruppenbonus plus 30% Maschinenpistolenschaden. Wunderbar. Nehmen wir mit. Dann gehen wir gleich weiter. Extra Munition. Gruppenbonus 50% Projektile für Maschinenpistole. MP verbessert Maschinenpistole für die gesamte Gruppe. Wunderbar. Nehmen wir auch mit. So, schwere Pistole Schaden. Das ist sogar der erste Mod. Ja, gönnen wir uns auch. Bisschen mehr Damage. Sturmgewehr, Durchschlagung. Gruppenbonus 25%. Sturmgewehre Schaden gegen Panzerung, Schilde und biotische Barrieren. Verbessert Sturmgewehre, Kampfgewehre und Maschinengewehre für ihre gesamte Gruppe. Gönn. Nächstes Waffenupgrade. So, Waffenupgrade, Gruppenbonus 30% Sturmgewehrschaden. Verbessert Sturmgewehre, Kampfgewehre und Maschinengewehre für ihre gesamte Gruppe. Okay. Haben wir auch. So, Waffenupgrades. Sturmgewehrpräzision. Oh, da kommt ja jetzt einiges zusammen hier. So, Gruppenbonus. Die Sturmgewehre ihrer gesamten Gruppe sind nun viel präziser. Verbesserte Sturmgewehre, Kampfgewehre und Maschinengewehre. Okay, gönnen wir uns auch. Ist gut, dass wir so viel gesammelt haben. So, Panzerung haben wir jetzt nichts mehr und Prototypen. Haben wir noch schweres Muskelgewebe. Shepards Nahkampfangriff ist jetzt weitaus wirkungsvoller. Habe ich bis jetzt noch nicht wirklich gebraucht, aber können wir uns jetzt auch. Mehr haben wir jetzt hier auch nicht. Haben wir jetzt aber auch haufenweise was erforscht. So. Commander, ich denke, Sie sollten sich mal mit Garrus unterhalten. Ah, Garrus jetzt auch noch? Ach, komm schon. Wir sind auf Ilium ja noch nicht mal fertig. So, ich sehe nichts. Warum waren wir jetzt da hinten? Ich habe keine Ahnung. So, wieder landen. Loyal, okay. Hast du jetzt auch noch ein Cerberus-Outfit? Okay. Ey, jetzt auch noch ein anderes gekriegt gehabt? Nee. Die hatte nur... Was denn in Rot? Mhm. Na gut, dann lasse ich immer das Cerberus-Outfit. Nehme ich sie jetzt trotzdem mit? Ja, komm. Und nochmal Tali, das ging eigentlich ganz gut. So weit voran. So, nochmal gucken. Sieht auch soweit alles richtig aus. Ja, passt. Gut, da sind wir wieder. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir Sane rekrutieren. Bei den Sternen, deine Haut sieht ja wunderbar aus. Wir dürfen ja jetzt auch ein bisschen mehr Aua machen. Gerade die Maschinenpistolen-Upgrades, die waren ja eigentlich schon längst überfällig. Sie sollten es mit meiner Methode versuchen, um mal zu sehen, wie der Wind weht. Also ich denke mal, jetzt dürften wir auch gut genug vorbereitet sein. Ich will immer hier wieder hoch. Müssen wir erstmal hier komplett durchgehen. Das heißt, wir holen uns jetzt den nächsten. Und wenn wir das dann alles haben, dann müssen wir uns auch mal wirklich um die ganze Crew kümmern. Damit sie dann halt auch alle loyal werden. Und ich quatsche ständig gegen sämtliche Werbung an. Ah! Bereit, ihren Attentäter zu finden? Ich bin bereit. Gehen wir. Gut. Ich habe diesen ganzen Mist so satt. Wir gehen heute Abend, sobald die Schichtarbeiter Turm 2 verlassen haben. Na gut. Ach, jetzt darf ich nochmal auswählen. Na gut, dann nehmen wir nochmal Miranda mit und Tali. Haben wir ja schon soweit alles richtig eingestellt.
Es sei denn, er verstellt mir das jetzt. Das wäre schlecht. Die Türme sind schwer bewacht und wenn sie sich dem Penthouse nähern, werden sie auf mehr Widerstand stoßen. Was den Attentäter angeht, wollen Sie ihn aufhalten? Ich will nur dafür sorgen, dass er überlebt. Da sind sie, die Dantius Towers. Sie müssen den zweiten Turm rauf und dann über die Brücke rüber zum Penthouse. Ihre Söldner werden sie alle paar Meter angreifen. Aber es ist ihre beste Chance. Warum sparen wir uns nicht die Zeit und fliegen mit dem Shuttle rauf? Weil Söldner mit Raketen genau darauf warten. Sie kämen vielleicht bis auf halbe Höhe, bevor man sie abschießen würde. Außerdem nimmt ihr Attentäter garantiert einen anderen Weg. Unauffällig ist die bessere Lösung. Noch einen letzten Hinweis zu den Türmen? Die Eclipse-Söldner haben sich mittlerweile bestimmt gut verschanzt. Sie wollen Nessana keinesfalls enttäuschen. Es gibt keine automatische Verteidigung oder Fallen. Achten Sie nur auf alles, was sich bewegt. Also gut, gehen wir's an. Moment! Sie haben nicht viel Zeit, man wird Sie früh genug willkommen heißen. Viel Glück, Shepard. Danke. Okay. Das geht ja schon gut los hier. Na denn? Fordere Unterstützung an. Systemausfall. Ich mag die Robis. Systemausfall. So. Hier ist nichts weiter. Na denn? Gleich weiter. Mehr Munition sieht echt gut aus. So, was haben wir hier auf der Seite? Ein sicheres Terminal, ne? Das glaube ich nicht. Ob das wirklich so sicher ist. Weiß anfangen. Da haben wir's. Und da haben wir den letzten. New Credits. Medigel. Na gut. Warum die Wachleute jetzt hier? Also die Wachobis. Hilfe! Er lebt. Aber er ist sehr schwer verletzt. Ich spüre meine Füße nicht. Meine Brust bringt mich um. Wer hat Ihnen das angetan? Und warum? Wir sind nur die Nachtschicht. Nassada hat sie auf uns gehetzt. Sie hat die Max geschickt, um uns zusammenzutreiben. Aber wir haben nicht gehört. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Sie haben sie einfach angegriffen? Ja, wir waren zu langsam. Es war schrecklich. Alle haben geschrien. Die Söldner sagten, es dulde keinen Aufschub. Nassana wollte uns aus dem Weg haben. Sofort. Dann... Die Hunde. Er braucht medizinische Fürsorge, Shepard. Ich kann nicht auf. Hier, das sollte die Schmerzen lindern und sie am Leben halten, bis Hilfe eintrifft. Danke, das hilft. Sehr. Lassen Sie sich Zeit. Ich glaube, es geht mir besser. Finden Sie die anderen Arbeiter. Helfen Sie ihnen. Ich muss rauf zum Penthouse. Vorschläge? Nehmen Sie den Wartungsaufzug in die oberen Etagen. Die Brücke zwischen den Türmen ist noch nicht fertig. Aber wenn Sie vorsichtig sind. Achten Sie auf die Söldner. Die sind überall. Wissen Sie, wie viele Söldner Nassana hat? Viele. Dutzende von ihnen haben den ganzen Tag hier patrouilliert. Je weiter sie raufgehen, desto mehr werden sie treffen. Warum sollte Nassana ihre eigenen Arbeiter töten?
Für sie sind wir entbehrlich. Aber mir war nicht klar, dass sie so skrupellos ist. Meine Freunde, Kollegen, niedergemetzelt. Sie sprangen von den Vorsprüngen, um den Hunden zu entkommen. Ich tue, was ich kann. Danke. Los, weiter. Gut. Jetzt hat sie es wenigstens erklärt. Brauche Deckung. Aber ins Blinde reingefeuert hier. Jetzt kommt's. Na komm. Hab dich. Das müsste sie weichklopfen. Aber so was von. Hinten kommt noch ein Hundi. Gut, können wir langsam weiter. Deckung ist ein gutes... Aua! Das tat weh. Probieren wir mal noch eine... Ziel ist organisch. Moment, dann mache ich hier mal mein Dröhnchen. Dachte, ich kriege den Bot da hinten. Aber der mehr Schaden macht mehr Sinn. Backup-Systeme hochgefahren. Versagen. Sollte doch mal rüberkommen hier. Ich hab den einen da doch noch gesehen. Wo ist er denn hin? Ah. Ja, nicht nur einer. Und weg. Hab einen. Gut, erstmal gucken. Hier ist sonst nichts weiter. Mal gleich eine Überlastung. Und weg. Ganz schön nützlich. Na, ich wusste doch, dass da noch einer ist. Nicht nur deine Schilde. Gut. Ja, es war knapp. Falscher Attacke halt. Gut, machen wir gleich Überlastung. Hupala. War ja nicht gerade richtig. So, ich habe aus Versehen die Dinger gewechselt. Das wollte ich nicht. Na gut, das kann ich jetzt gerade nicht wechseln. Ich habe jetzt aus Versehen eine Kampfdrohne gesetzt. Und das war wieder ein Mech. Einer ist erledigt. Soweit alles in Ordnung hier. So, das Ding hier erstmal wieder in Ordnung bringen. Nee, ich will den. Warum klappt denn das jetzt nicht? Nimmt er die Überlastung? Nein, im. Und das doch irgendwie. Wieso nimmt er jetzt immer die Überlastung? Ich klick doch hier auf. Nicht die Überlastung, Mensch. das läuft gut. Jetzt kann ich das nicht wieder umtauschen. Vorhin ging es doch auch. Vorhin ging es doch auch, meine Güte. So, Baller und... Jetzt klappt's. Ganz merkwürdig.
Bin ja da wohl ein bisschen fester. Wobei doch, ich würde dich lieber auf der 1 behalten. Aber so. Bei Kryo benutze ich ja momentan fast gar nicht. So, jetzt aber. Nach oben. Gut. Gehen wir schon mal den richtigen Weg, hoffe ich mal. Hey, ich glaube, er ist hier rein. Dann geh rein und schnapp ihn dir. Geh du doch. Beweg deinen Arsch da rein. Nessana bezahlt dich nicht fürs Rumstehen. Na gut, aber ich... Na gut. Oh. Jetzt bin ich gerade an die Neugewöhnung nicht dran. Ah. So muss es sein. Perfekt. So. Na dann. Einer weniger. Lass sie nicht rein. Zu spät. Gut. Jetzt bin ich die ganze Zeit gewohnt, 1 zu drücken für... Oh, da sind noch mehr. Mein schön Feuerball hier. Okay, den dürften wir eigentlich überlasten können. Ich glaube, ich mache das doch eher immer über Schiff. Okay, da hinten kommen aber noch deutlich mehr. Schnell mal ein Stück vor. Next. Dich einmal kurz überlasten. Ah, ist gut. Holen wir uns gleich den nächsten. Da kommen noch 3, 4 Mann auf uns zu. Mutig. Ohne Deckung. Muss ich ja schon zugeben. Gut, dich können wir wieder überlasten. Und wieder eins weiter. Mal hier. Okay. Hier werden wir jetzt nur einmal im Kreis gelaufen. Naja, gut. Das... Charlie schon wieder am Fighten. Warte einen kurzen Moment. Na, nicht nur Verbündeter. Noch nicht. Jetzt. Überlasten. So, dich auch mal ein bisschen ablenken. Also, haben wir noch einige mehr. Gut, gibt's ein Verbrennen für dich. Die Max waren aber auch mal heftiger, oder? Na komm. Aber das erste Mal, dass wir so richtig gegen die Mechs antreten hier, ne? In Kleinzahl. Nicht immer nur die großen Kampfmechs. Gut, hier ist soweit dann nichts. Hier drüben vielleicht noch irgendwo was? Ah, eine Tür, die ich umgehen kann. Gut, dann gucken wir mal. Ja, der war ja simpel. Macht es mir hier nicht so einfach, eine Tür zu umgehen. Bitte, töten Sie uns nicht. Wir werden gehen. Wir werden gehen. Hey, sieh mal. Die gehören nicht zu Eclipse. Sie sind doch hier, um uns zu helfen.
oder? Das ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Kommen Sie raus, es ist soweit sicher. Danke, wir stehen in Ihrer Schuld. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche jemanden, keinen Söldner. Er ist allein unterwegs. Naja, der Typ, der uns hier eingeschlossen hat. Als er uns gefunden hat, dachte ich schon, jetzt sind wir tot. Aber er hat nur die Tür zugemacht und uns eingesperrt. Er könnte es sein. Aber nach einem Attentäter hört sich das eigentlich nicht an. Attentäter? Wegen Nassana möchte ich wetten. Die hat's schon lange verdient. Wenn man Leute so behandelt, rächt sich das irgendwann und du wirst in den Arsch gebissen. Ich muss zu Nassanas Penthouse. Was ist der schnellste Weg? Momentan geht nur der Lastenaufzug darauf. Da oben wird gearbeitet. Seien Sie vorsichtig. Einige Außenwände stehen noch nicht und es geht ziemlich tief runter. Und kalt ist es auch. Ich arbeite ungern dort oben. Sie sind wohl nicht direkt ein Freund von Nassana. Sie ist keine Frau, für die man gerne arbeitet. Das ist eine Untertreibung. Wir müssen ewig lange schuften, bekommen aber keine Überstunden bezahlt. Und so sieht dann die Bezahlung aus. Sie ist unangenehm, um es vorsichtig zu sagen. Warum kündigen Sie nicht einfach? Das würden wir, wenn wir könnten. Was hält Sie davon ab? Unser Vertrag. Wir müssen bleiben, bis der Auftrag erledigt ist. Kündigung aus beliebigen Gründen gefährdet die Gesundheit. Wir haben gehört, dass jeder, der vorzeitig geht, einfach verschwindet. Kann aber auch nur ein Gerücht sein. Aber wer will schon rausfinden, ob's so ist? Haben Sie den Mann gesehen, der Sie eingesperrt hat? Wissen Sie, wohin er gegangen sein könnte? Er ist kein Salarianer, so viel steht fest. Aber wo er hin ist, weiß ich nicht. Tut mir leid. Wenn er hinter Nassana her ist, muss er in die oberen Etagen. Wie viele Arbeiter waren im Turm? Sind da noch mehr von ihnen? Nicht lebend. Wir hatten Glück. Nun, einige sind rausgekommen, bevor die Hunde losgehetzt wurden. Vielleicht verstecken sich noch irgendwo ein paar. Ich würde nicht hierbleiben. Auf den unteren Etagen ist es sicherer. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Los, wir gehen! Danke. Und sagen Sie Ihrem Attentäter, er soll auf den Kopf zielen. Ein Herz hat sie nämlich nicht. Beweg dich! Eieiei. Gut. Medikit und nochmal ein Spind mit ein bisschen Credits. Dann würde ich sagen, machen wir hier aber an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann gute Arbeit in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.